Sehr geehrte Damen und Herren, werter Zuschauer, im nachfolgenden Video erhalten Sie Einblicke einer Rasenbodenprobe und sehen die ersten Schritte einer vollwertigen NPK-Düngung. Zur Wahrung der Anonymität wurde teilweise darauf geachtet, die Darsteller unkenntlich zu machen. Die Inhalte dieses Videos können eine gezielte Produktplatzierung beinhalten. Zuschauer ohne Ambitionen zu einem schönen Rasen werden nun gebeten, das TV-Programm zu verlassen. So, dann kommen wir mal zu den Ergebnissen meiner Rasenbodenprobe. Diese Probe habe ich entnommen Mitte, Ende März irgendwie so und habe sie dann eingeschickt. Das Ganze habe ich über Rasengrün gemacht und zwar in der Ultimate-Ausführung, das heißt das ganz große Blutbild. Habe das eingeschickt ins Labor und habe die Ergebnisse so 4 bis 5 Wochen später dann per E-Mail bekommen. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Ich habe mit viel schlechteren Ergebnissen gerechnet, als sie jetzt eigentlich ermittelt wurden. Und zwar als allererstes sehe ich, welche Art von Boden habe ich hier überhaupt. Ja, habe ich einen lehmigen Boden, Ton, habe ich einen Sandboden? Wie ist die Beschaffenheit meines Bodens? Und da war ich nicht so ganz überrascht, denn ich habe ja hier ordentlich Sand nochmal hinzugemischt. Und bei uns hier in der Südheide haben wir sowieso einen sehr, sehr sandigen Boden, ja. Und ich habe hier 85% Sand, das heißt also Körner mit einem Durchmesser von 0,063 bis 2 mm und relativ wenig Schluffanteile mit 12,5% und 2,5% Ton. So, die Entscheidung hier auf einen sehr sandigen Boden zu setzen, fiel mir relativ leicht, denn aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile der sandigen Böden gegenüber der dann doch lehmigen Böden. Aber ja, auch ein Sandboden hat neben der Vorteile natürlich auch Nachteile. Die Vorteile sind aus meiner Sicht, und das war mir wichtig bei dem Anlegen eines sehr, sehr sandigen Bodens, er hat eine sehr hohe Drainagefunktion und eine sehr, sehr hohe Stabilität. Zudem hat er eine gute Durchlüftung und somit auch eine rasche Erwärmung, was gerade vorteilhaft ist im Frühjahr, um schneller in höhere Temperaturen zu kommen im Boden und somit der Pflanze, dem Rasen, schon mal einen früheren Wachstumsschub ermöglicht. Und er hat eine geringere Gefahr zur Verdichtung. Auf der anderen Seite sind die Nachteile natürlich, ich habe eine höhere Gefahr von Hydrophobie. Sandige Böden neigen zu Hydrophobie. Und der sandige Boden hat natürlich auch eine viel geringere Speicherfähigkeit von Wasser und auch Nährstoffen. Und meist haben die sandige Böden ja eher doch schon saure bzw. ja niedrige pH-Werte. Und beim pH-Wert kommen wir auch gleich zum zweiten Ergebnis meiner Rasenbodenprobe. Und zwar die Ermittlung des pH-Wertes hier. Ich habe mit einem pH-Wert gerechnet, der im Keller ist. Aber jetzt gucke ich auf die Ergebnisse und sehe, mein pH-Wert liegt bei 5,7. Das ist zumindest der Messwert und der Idealbereich für. Und jetzt kommen wir nochmal auf diese Zusammensetzung von Sand zu Schluff und Ton. Wäre der Idealbereich hier bei 4,7 bis 5,2. Das heißt also, mein pH-Wert ist eigentlich ein wenig zu hoch für meine Bodenart. Bedeutet für mich, ich habe hier keinen Kalkungsbedarf. Kommen wir zu den Makronährstoffen und zwar Phosphor, Kalium und Magnesium. Und was auch wichtig ist, das Verhältnis zwischen Kalium zu Magnesium. Und wir haben hier nicht nur den Messwert, sondern auch eine Gehaltsklasse und dann den Düngebedarf. Und diese Gehaltsklassen, die stufen sich ein in A, B, C, D und E. Und A bedeutet sehr niedrig und E bedeutet sehr hoch. Das heißt, ich habe hier auch nochmal einen Wert, an dem ich mich richten kann. Also mein Messwert bei Phosphor 14, der Idealbereich bei 18. Das heißt, ich habe einen sehr normalen Düngebedarf. Kalium liegt bei 3. So, und der ist im Keller. Gut, damit habe ich aber auch gerechnet. Ich dachte erst, okay, Phosphor wird zu hoch sein, Kalium im Keller. Mit Phosphor lag ich falsch, mit Kalium war ich da doch schon ganz richtig. Und zwar liege ich bei 3 und ich hätte eigentlich einen Idealbereich von 11. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Düngebedarf, was Kalium angeht. Magnesium liegt bei 2,9, im Idealbereich bei 6,4. Heißt also, ich habe auch hier einen erhöhten Düngebedarf. Und man sieht es aus der Tabelle da drüber, das Kalium-zu-Magnesium-Verhältnis ist hier 1 zu 1. Der Idealbereich wäre bei 2 zu 1 bzw. 5 zu 1. Kommen wir zu den Mikronährstoffen und zwar Bor, Kupfer, Mangan und Zink. Und Bor liegt bei mir bei unter 0,10. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Düngebedarf an Bor. Kupfer ist okay, da liege ich bei so 1,8 und wir sprechen hier von Milligramm pro Kilogramm im Boden. Einen normalen Düngebedarf an Kupfer. Mangan liegt bei 6 und somit auch einen sehr hohen Düngebedarf in der Gehaltsklasse A. Zink bei 3,2 ist also nicht notwendig. Das heißt, ich habe sehr, sehr hohen Zinkanteil bei mir im Boden. Zu guter Letzt gab es da noch die Auswertung von Eisen. Der Eisenwert bei mir liegt bei 19,1. Der Idealbereich oder der Optimalbereich, der ist sehr, sehr breit und zwar von 5 bis 30. Das heißt, ich befinde mich hier tatsächlich genau in der Mitte. Bei Eisen aber auch das Thema, Eisen ist häufig nicht pflanzenverfügbar. Es oxidiert sehr, sehr schnell im Boden. Die Wurzeln kommen da nicht ran und deswegen haben wir auch bei den meisten Düngern immer noch mal einen kleinen Anteil an Eisen drin, dass wenn ich den drauf gebe, er auch schnell von den Wurzeln aufgenommen werden kann. Idealerweise gehe ich mit einer Eisendüngung
Düngung ja quasi in einer Folie Application, also einer Blattapplikation, dann ran. Das erstmal kurz und knapp zu den Ergebnissen meiner Rasenbodenprobe. Und diese Rasenbodenprobe, ja, die wird jetzt erstmal für mich so als Richtlinie gelten bis nächstes Jahr, Januar, Februar ungefähr. Dann werde ich die nächste Rasenbodenprobe auch wieder nehmen für die nächste Rasensaison. Das ist jetzt aber kein Richtwert, ja, denn eigentlich hält so eine Rasenbodenprobe eigentlich für die nächsten 2 Jahre. Ich habe eine Rasenmacke, deswegen lasse ich meine nächste Rasenbodenprobe tatsächlich schon sehr, sehr früh wieder machen. Bei der Entnahme einer Rasenbodenprobe ist es wichtig, dass die letzte Düngung mindestens 6 Wochen her ist, idealerweise sogar 10 Wochen, damit die Ergebnisse daraus relativ neutral sind und nicht verfälscht sind durch die eben frisch gegebene Düngung. Gut, Kamera aus, ab auf den Rasen. Nachdem die Ergebnisse der Bodenprobe jetzt also bekannt sind, kennen wir die entsprechenden Düngebedarfe bzw. ja, Primärnährstoffe und Sekundärnährstoffe und auch Spuren. Da geht es dann gleich ran. Wir schauen uns einmal an, welche Düngerprodukte werde ich hier tatsächlich verwenden für meine, ja, 100% Lodium perenne, die Rigby Taylor R9. Womit werde ich hier durchs Jahr gehen, zumindest in den Hauptbestandteilen NPK. Welche zusätzlichen Mittel werde ich hier raufgeben? Vorher mähe ich aber nochmal. Gestern habe ich nicht gemäht, dafür jetzt aber heute. Und das Gesamtbild ist schon schöner geworden in den letzten Tagen. Im Vergleich zum letzten Video hat sich hier einiges getan. Da nehme ich euch jetzt einmal mit. Wir mähen einmal nochmal mit dem Earthwise ohne Fangkorb heute. Im letzten Video hatte ich hier noch einen, ich glaube, 40 mm Schnitt angewendet. Danach ging es konstant schrittweise runter auf 20 mm. Und ich habe seitdem nur noch mit 20 mm hier gemäht. Die Ausbeute von diesem Schnitt ist jetzt relativ überschaubar. Ich habe jetzt gemulcht, das heißt, ich weiß nicht genau, ja, wie groß ist die Masse, die ich jetzt abgetragen habe hier bei dem Grasschnitt, aber ich sehe es bei den, ja, Überbleibseln hier auf dem Untermesser und schaue mir das an und das ist so, ich würde mal sagen 4, 5, 6 mm. Das ein oder andere Blatt ist ein bisschen höher, aber ja, Wachstum in 2 Tagen, 5 mm ist okay, kann ich mit leben. Du kommst jetzt zur Seite, du hast nochmal sauber gemacht und dann kommen wir zu meinem Düngerplan für dieses Jahr. Was ich jetzt heute nicht gemacht habe, aber euch definitiv nochmal als Tipp mitgeben möchte, ja, ich habe es heute vergessen, das Thema Ameisenhügel im Rasen sind schon ziemlich nervig und das sieht dann ungefähr so aus. Ja, das heißt, die Ameisen haben hier den ganzen Sand irgendwo hochgetragen und ich habe so kleine Hügelchen. Was mache ich jetzt bei solchen Ameisenhaufen? Ich möchte natürlich nicht mit dem Spindelmäher darüber fahren und mir das Messer stumpf machen. Also nehme ich, was ich sowieso immer parat habe, wenn ich mit dem Handspindelmäher unterwegs bin, meinen Laubbläser, gehe zu der entsprechenden Stelle und puste einmal von oben rauf, sodass der ganze Sand, ja, nach links und rechts wegfliegt. Und dann kann ich da ganz entspannt mit dem Handspindelmäher rübergehen. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Handspindelmäher, dann puste ich den sowieso nochmal mit dem Laubbläser ab. Ungefähr so. Den ganzen Grasschnitt davon, ja, wegzupusten. So, der Großteil meines Düngeplans für dieses Jahr findet mit den Produkten der Firma Rasenwelt statt, und zwar deren Eigenmarke Arena, die zusammen mit Fußballstadien und deren Greenkeepern und Stadionmanagern zusammen entwickelt und erprobt wird. Und ich habe mich explizit für die Firma Rasenwelt entschieden, denn Rasenwelt ist für mich schon, ja, seit Jahren eine Anlaufstation, wenn es um das Thema Saatgut geht, aber auch um das Thema Dünger oder auch andere Rasenpflegeprodukte, Tools, also mal ein guter Ansprechpartner für mich gewesen und ich schätze ihren Support. Somit freue ich mich umso mehr, ja, dass ich dieses Jahr meine Produkte von, ja, Arena hier habe und nutzen werde. Und schauen uns diese Produkte jetzt einmal kurz an, ja, gehen ganz kurz auf diese Produkte ein. Dann wird entschieden, für welches Produkt ich mich heute entscheide. Zu jedem einzelnen Produkt wird es aber wahrscheinlich auch nochmal ein separates Video geben, wenn ich das, ja, quasi testen werde, beziehungsweise in meine regelmäßigen Düngungen dann mit aufnehme. Ich habe hier einmal 3 bzw. 4 Granulatdünger mit Langzeitwirkung. Und zwar einmal einen Arena Tech nennt er sich, und zwar ist das ein Frühjahrsdünger mit Langzeitwirkung mit den Werten 20, 5, 8 plus 4 plus 1 FE, also ein Frühjahrsdünger mit 20% Stickstoff, um den Rasen, ja, im Frühjahr ein bisschen zu wecken, noch nicht gleich zu überfordern mit den Stickstoffanteilen. Dann haben wir Arena Pacemaker, also ein Sommerdünger
Und zwar mit der Formulierung 2458 plus 3 plus 3 plus 0,1 FE Chelat. Und einen Arena Striker Herbstdünger mit 11421 plus 4. Und in diesem gelben Säckchen hier haben wir einen organischen Dünger. Und zwar einen Defender Myco, organischer Rasendünger mit der Formulierung 643 plus 1. Dann gab es noch ein bisschen was Flüssiges. Und zwar einmal den Arena Iron Shot. Ah! Bio2Stim von Arena. Und Arena Powerplay, ein Wetting Agent mit Langzeitwirkung. So, diese Produkte gab es nun also. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt erst einmal aufgrund meiner niedrigen Kaliumwerte hier bei mir im Boden mit dem Arena Herbst Langzeitdünger zu starten. Denkt ihr euch vielleicht, ja, aber Rufen ist doch jetzt Juni, also Frühjahr hat aufgehört und wir sind ja schon beim meteorologischen Sommeranfang vorbei. Das heißt, wir sind im Sommer, warum nimmst du nicht einen Sommerdünger? Naja, meine Phosphorwerte, die sind okay, meine Kaliumwerte sind im Keller und ja, mein Stickstoffbedarf, den kenne ich. Und ja, dieser Arena Herbst Langzeitdünger hat ja die Formulierung 11421 plus 4. Also 11% Stickstoff, 4% Phosphat, 21% Kalium plus 4% Magnesium. Damit möchte ich meinem Kaliumdefizit entgegenwirken. Ja, der hat jetzt ein bisschen weniger Stickstoff, aber ich werde die zusätzlichen Stickstoffgaben mit Domogran machen. Das soll aber dann in einem nächsten Video kommen, wie ich da explizit rangehe. Den gibt es jetzt heute und auch, ja, hat mein Rasen ein leichtes Defizit an Magnesium. Das heißt also, diese 4% Magnesium hier drin, die wird mein Boden gut gebrauchen können, weil durch das Magnesium wird er dann auch nochmal schön grün. Denn Magnesium fördert die Chlorophyllbildung und somit auch ein schönes Grün auf dem Blatt. So, den gibt es also heute. Ich habe hiervon jeweils eine 8 Kilo Packung bekommen und mit dem Arena Defender Myco, was mache ich denn damit? Gebe ich den auch hier rauf? Nein, ich werde hier erstmal mineralisch vorgehen. Erstmal, zumindest mit diesen Produkten. Und habe mich dafür entschieden, dass ich mit der Arena Defender Myco, also mit der organischen Düngung, dieses Jahr die Rasenfläche vom Schwiegervater düngen werde. Und davon habe ich jetzt 25 Kilo. Das heißt, ich werde, organischen Dünger brauche ich ja eh mal, habe ich eine höhere Aufwandsmenge. Und auch ist die Wirkung ja sehr, sehr langsam, nicht so schnell wie ein mineralischer Dünger. Aber diese 25 Kilo, die werden locker für den Rest des Jahres reichen und wahrscheinlich auch noch bis Mitte, Ende Frühjahr nächsten Jahres. Die gibt es also auf die Rasenfläche vom Schwiegervater. Und dann starten wir heute mit dem Arena Striker. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Rasenwelt und die beiden Jungs, die mich dort supporten. Vielen lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Der hat eine Wirkungsdauer von 12 bis 18 Wochen. Dann schauen wir noch mal, wie viel Kilo bzw. wie viel Gramm pro Quadratmeter kommen hier drauf. Neben den 11% Stickstoff, 4% Phosphat, 21% Kalium und 4% Magnesium hat dieser auch noch 10% Zeolit. Und Zeolite sind natürliche Nährstoffspeicher, denn sie haben eine oder sie verfügen über eine extrem hohe Kationaustauschkapazität. Sind somit in der Lage, Nährstoffe, ja, wie gesagt, sehr lange zu speichern und auch die Nährstoffe, die schon in der Bodenlösung vorhanden sind, zu speichern und dann, wenn sie benötigt werden, auch freigeben. Die reguläre Aufwandmenge dieses Herbstdüngers beträgt zwischen 30 und 40 Gramm pro Quadratmeter. 118 Quadratmeter habe ich hier. Und wenn ich jetzt die Rechnung mache, nur bei 30 Gramm mal 118 sind wir bei 3540 Gramm, also 3,54 Kilo und 40 Gramm mal 118 sind 4720. Ich habe jetzt keine Lust, für diese Waage rauszuholen, denn ich erkenne auf ihrem Display kaum was. Zumindest jetzt, wenn die Sonne scheint. Ich muss mir mal eine andere holen. Aber ja, 8 Kilo Inhalt. Zwischen 3,5 war das, glaube ich, 3,7 irgendwie so. Und den 4,7 würde ich sagen, ich nehme jetzt mal einfach die Hälfte dieses Beutels hier. Und dann füllen wir das Ganze mal rein. So, Langzeitdünger heißt also sehr, sehr große Körner, die auch sehr ummantelt sind. Und der sieht schon ziemlich cool aus. Weiß, blau, türkis. Dunkelblau, also eine ganze Menge unterschiedlicher Körnungen bzw. ja Kornfarben.
Doch schon ziemlich grobe Körnung, aber die kommt jetzt rauf. Ein Großteil davon ist auch wasserlöslich und die Grasnarbe, die wird sich jetzt auch schließen in Kürze. Und dann sehe ich von dieser Körnung eigentlich kaum noch was, beziehungsweise nur eine sehr kurze Zeit. Und es wird ja dann heute auch noch mal ordentlich eingewässert. Ich bin übrigens gestern Abend hier schon mal mit meinen Lüftersandalen über den Rasen gegangen. Ja, typisch deutsch mit Sandalen, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich hier schon eine starke Bodenverdichtung habe. Ich habe hier eine leichte Verdichtung drin, ja, das weiß ich, weil ich bin hier auch ordentlich rumgetrampelt, bevor ich die Neuanlage gemacht habe. Aber aus dem einfachen Grund, um jetzt schon mal auch wieder Sauerstoff in den Boden reinzubringen. Und wenn ich jetzt den Dünger aufgebe und der anfängt sich auszuwaschen und das auch schon, ja, bei der ersten Beregnung, der hat ja eine Ummantelung, ne, für eine Langzeitwirkung und er wäscht sich Stück für Stück aus, aber dass die ersten Stücke, die jetzt schon ausgewaschen werden, auch schon schneller, ja, in die tieferen Bodenschichten, ich nenne es jetzt mal tieferen Bodenschichten, gelangen, denn diese Spikes, die sind so, ich glaube, 5 cm lang und erhoffe mir dadurch einfach, ja, ein schnelleres Ergebnis. Nichtsdestotrotz, ich gehe hiermit sowieso öfter über den Rasen. Der Dünger ist ausgegeben und ich taufe diese Rasenfläche Lady Lawn, ja, weil das ist die Fläche, auf der, ja, meine zwei Töchter sich austoben können und hier sollen sie auch drauf spielen. Der muss schön belastbar sein. Jetzt gibt es eine Dusche, dann starten wir das Ganze jetzt mal und zwar für genau eine Stunde und los geht's auch schon. Jetzt kriegt nicht nur der Rasen Abkühlung, sondern auch ich und das tut vielleicht auch ganz gut, denn es ist super warm. Ich glaube, es sind 28 Grad. Tut gut. Also von daher vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an die Firma Rasenwelt für die Unterstützung. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.